wissen Sie, was mir im Moment auch so durch den Kopf geht? Ich verstehe nicht ganz, warum unsere Medien sich so massiv auf Clinton gefreut haben, warum die sie so in den Himmel gehoben haben und den Trump als den Herrgott sei bei uns tituliert haben, sinngemäß. Offen gestanden, ich kann gar nicht verhehlen, dass ich gar nicht böse drüber bin, dass es nicht Clinton geworden ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass ich begeistert bin, dass Trump wurde, aber ich kann Ihnen sagen, ich bin froh, dass es nicht Clinton ist. Warum? Unter Clinton, Clinton ist für mich eine Frau nicht nur der Wall Street, sondern vor allem das Pentagon, das Militär ist eine Frau des Krieges, eine Frau, die maßgeblich für den Syrienkrieg verantwortlich war, die für eine massive Ausweitung des Syrien-Konfliktes eintritt, die eine Flugverbotszone in Syrien auch gegen russisches Veto durchsetzen will, was nichts anderes heißt, als russische Maschinen abzuschießen. Also eine militärische Eskalation zwischen USA und Russland im Kern Europas mit uns mittendrin wäre unter Clinton wesentlich wahrscheinlicher gewesen, als es möglicherweise unter Trump ist. Also unter Trump haben wir die Hoffnung, dass hier es zwischen Russland und USA vielleicht sogar zu einer Annäherung der Position kommt, es zu einer Befriedung der Situation kommt. Und ich glaube, das sollte uns in Europa im Zweifel wesentlich wichtiger sein als kurzfristige wirtschaftliche Interessen, wenn das überhaupt so negativ kommt. Also, es bleibt abzuwarten. Vielleicht passiert auch das Gegenteil. Vielleicht ist Trump auch hier plötzlich der Falke. Wir wissen es nicht. Wir werden es abwarten müssen. Wir können hier bisher nur interpretieren, was im Vorfeld gesagt wurde. Oftmals ist es ja so, dass die Macht eben hinten dran gemacht wird, dass die Präsidenten gar nicht tatsächlich am Ende entscheiden, was wirklich passiert, sondern eben die, die nie abgewählt werden, der Deep State, dass die Beamten, die Mächtigen hinten dran, dass die am Ende entscheiden, wie es weitergeht. Also, es wird sehr, sehr spannend sein.